Ich darf schon wieder was auspacken heute. Und zwar ist endlich das Paket gekommen. Ich hatte ja letzte Woche schon einen QNAP, einen Netzwerkspeicher, ausgepackt. Und für diesen brauche ich noch einen Switch, da ich an der Stelle, wo es hin soll, nur ein Netzwerkkabel habe. Und ja, deswegen habe ich noch einen Switch bestellt. Der ist halt gekommen. Gut verpackt. Ich habe bei Drive City bestellt, kostete 94,98 €, und zwar ist das ein Switch von HP, der 1810 8G Switch, und zwar in der Version V2. Der ist also relativ neu rausgekommen, verbraucht im Gegensatz zu dem mit der ersten Version halt die Hälfte an Strom. So, ein bisschen Werbung. Wie üblich. Jo, ansonsten Luftpolster sind verpackt. Und aus dem Karton kommt ein neuer Karton. Ja, gucken wir erstmal. Okay, ganz normal. Netzteil. Hier ist nichts mehr drin. Hier einmal was zum Festschrauben und oder alternativ, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das sind die Füße. Ja, hier ist das Teil. 8 Ports hat der Switch. Lüfter, also beziehungsweise das Ding ist lüfterlos, das heißt, es ist schön leise. Hier ist der Anschluss für Strom. Das heißt, man kann es wahrscheinlich wieder aufhängen, wie man will. Ob nun so rum, das heißt die Ports nach unten und der Strom nach oben, oder halt entsprechend andersrum. Beides sollte so funktionieren. Ja, Plastik macht nicht unbedingt den, oder macht einen ganz normalen Eindruck, also jetzt nicht besonders hochwertig oder so. Gut, was macht das Teil letztendlich so teuer? 94 €. Das kommt halt daher, weil der Switch managebar ist. Das heißt, ich kann es über eine Web-Oberfläche konfigurieren, kann dort halt dann einige Sachen entsprechend einstellen. Ja, ich werde das Teil jetzt mal aufbauen und dann hoffe ich mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.